Also viele Azubi-Dates, die es da heute gab in der Heinrich-Heine-Gesamtschule. Ob sich jemand jetzt tatsächlich bewirbt und sogar am Ende einen Platz bekommt, das bleibt erstmal abzuwarten bis nächstes Jahr. Aber bis dahin wollen wir jetzt einmal hier im Studio über vergangene Erfolge von Azubi-Speed-Dates sprechen. Und dazu ist mein heutiger Gast Janine Peters von der Niederrheinischen IHK. Hallo Frau Peters. Hallo, danke für die Einladung. Frau Peters, wie sehen denn die Erfolge der letzten Jahre tatsächlich aus beim Azubi-Speed-Dating? Gibt es da irgendwie Erfahrungsberichte, die Sie uns mitteilen können? Ja, tatsächlich ist das wirklich ein erfolgreiches Format. Wir können schon sagen, dass so circa 2/3 der Unternehmen über diese Azubi-Speed-Datings ja zu ihren Azubis auch finden. Und das muss gar nicht immer direkt bei diesem Azubi-Speed-Dating sein. Da wird dann nicht direkt sofort der Vertrag unterschrieben, sondern das geschieht auch wirklich manchmal über Umwege, ne? Also die Schülerinnen und Schüler, die schlagen vielleicht auch erstmal einen ganz anderen Weg ein und erinnern sich dann aber irgendwann an dieses Speed-Dating und an die netten Gespräche zurück und ja, ändern dann vielleicht nochmal ihre Meinung. Ja, 2/3, also mehr als die Hälfte, das ist schon auf jeden Auf Fall jeden Fall. beachtlich. Wie sieht denn der Ausbildungsmarkt aktuell tatsächlich aus? Wir haben schon gehört, es hat sich wieder stabilisiert jetzt nach Corona, aber in welchen Berufen fehlen denn immer noch Azubis? Genau, also grundsätzlich erleben wir da wirklich gerade einen Aufschwung und wir sind jetzt in das neue Ausbildungsjahr auch wirklich mit einem Plus von 7% gegangen. Das ist wirklich ganz, ganz toll. Und letztendlich gibt es aber immer noch viele unbesetzte Lehrstellen. Das kann man gar nicht so unbedingt jetzt auf eine Berufsgruppe irgendwie spezifizieren. Das ist ganz unterschiedlich ausgestaltet, aber genau dafür machen wir diese Matching-Veranstaltungen, weil das ist einfach die Herausforderung, genau die Schülerinnen und Schüler mit den Betrieben zusammenzubringen. Ja. Was würden Sie denn sagen, was die aktuelle Generation an Ausbildungssuchenden wirklich auszeichnet? Ja, also die sind auf jeden Fall total lernwillig und wollen auch wirklich alles geben im Beruf. Das merkt man immer wieder. Ich hatte gestern noch eine Schulung mit Ausbildungsbotschaftern. Nun sind die schon in Ausbildung. Aber auch da merkt man einfach, ja, die wollen was machen und die wollen vor allem irgendwie auch stolz auf sich sein. Und ich glaube, das kann man auf diese ganze Generation beziehen. Die hatten das nicht einfach. Also es gibt auch natürlich viele, die jetzt kein Praktikum zum Beispiel in den letzten Jahren machen konnten. Das heißt, wir nehmen da schon auch eine ja, gewisse Unsicherheit irgendwie wahr, aber genau daran müssen wir ansetzen. Deswegen ist ganz toll, dass wir wieder in die Schulen können, auch mit den Unternehmen. Genau, bei Corona war natürlich Praktika erstmal nicht möglich. Da fehlt natürlich viel dann, ne, wenn so 2 Jahre wegfallen circa. Was würden Sie denn sonst sagen, wie sich die Generation auch hinsichtlich Interesse an Jobs oder Arbeitszeiten entwickelt hat? Ne, man sagt ja immer, die junge Generation, die haben ganz andere Ansprüche an Arbeitsplatz. Genau, also so wie ich gerade gesagt habe, mit den Azubis, mit denen wir zum Beispiel sprechen, man merkt bei denen, die wollen auf etwas stolz sein. Und das ist irgendwie ganz toll, weil das kann denen auch eine Ausbildung geben. Und da setzen wir zum Beispiel auch mit unserer IHK-Kampagne bundesweit an, Hashtag Können lernen. Dort gibt es nämlich auch den Claim wirklich von Azubis, die sagen, was wir immer werden wollen, stolz auf uns. Und ich glaube, das zeichnet die wirklich aus. Die wollen auch Teil eines Teams sein und ja, da wirklich was schaffen. Und wie sieht das auf der Ausbilderseite aus? Gibt es da auch Entwicklungen, neue Strategien, um Azubis anzuwerben? Oder wie hat sich das da verändert? Ja, also man merkt auf jeden Fall, dass sich auch da sehr viel in Richtung zum Beispiel Social Media bewegt. Das sind einfach genau die Kanäle, wo sich auch potenzielle Azubis tummeln. Das machen wir mit unserer Kampagne ja genauso. Wir versuchen, die Schülerinnen und Schüler genau da abzuholen. Und das merkt man wirklich auch bei den Unternehmen. Aber es gibt auch ganz andere Strategien. Also zum Beispiel Azubis werben Azubis, wo dann auch Bonis gezahlt werden oder Ähnliches. Und genau, da lassen sich die Unternehmen auf jeden Fall einiges einfallen. Was man aber auch merkt, Unternehmen wollen einfach eine gute Ausbildung leisten und ihre Azubis auch an sich binden und setzen da dann natürlich auch auf Weiterbildung. Jetzt gab es natürlich heute eine super Chance beim Azubi-Speed-Dating über diese Erwartungen und so weiter zu sprechen, Firma und Schüler. Was zeichnet denn das Azubi-Speed-Dating Ihrer Meinung nach noch aus? Sie haben gerade schon die Ausbildungsbotschafter angesprochen. Da Genau. kommen Azubis in die Schule und erzählen da was. Jetzt in dem Fall ist es halt die Firma, die erzählt.
Was macht dieses Azubi-Speed-Dating besonders? Ja, also erstmal, wir sind in der Schule, da wo die Schülerinnen und Schüler sind. Das ist für die auch ein ganz gewohntes Umfeld. Und das ganze Format ist so ausgelegt, dass es sehr niederschwellig ist. Also man kommt einfach sofort in diesen persönlichen Austausch. Und das ist genau das, was gefehlt hat. Wir haben während Corona auch zum Beispiel virtuelle Formate ausprobiert. Aber das greift einfach nicht so. Dieser Kontakt, der fehlte, und da sind wir jetzt vor Ort und es geht ganz schnell. Man kann sich einfach persönlich austauschen, sich gegenseitig kennenlernen, und das ist wirklich dann sehr effizient für beide Seiten. Ja, online ist nicht immer besser. Nein. Ne? Das merkt man wieder. Also das Ausbildungsjahr 2024 rückt immer näher, deswegen Nachwuchs ist jetzt gefragt, und ich danke Ihnen sehr für das Gespräch, Frau Peters. Gerne, danke schön.